sehr geehrten Damen und Herren, wir kommen jetzt zum letzten Vortrag und zur ganz besonders interessanten Kombination. Der nächste Vortrag verbindet globale Netzwerkrisiken mit Logistik und Erkenntnissen aus der Biologie. Und ich darf Ihnen kurz den nächsten Vortrag vorstellen. Er hat Physik und Mathematik an der Universität in Göttingen studiert. Seine Dissertation an der Universität in Stuttgart über Modellierung von sozialen Prozessen und spieltheoretischen Ansätzen wurde mit 2 Forschungspreisen ausgezeichnet. Es folgte 1996 die Habilitationsschrift zum Thema Verkehrsdynamik und Optimierung. Und nach dem Lehrstuhl für Verkehrsökonomie und Modellierung an der Universität in Dresden ist er heute Professor für Soziologie, insbesondere Modellierung und Simulation an der ETH Zürich. 2008 wurde er zum Mitglied der Deutschen Akademie der Wissenschaften Leopoldina gewählt. In 2014 empfing er das Ehrendoktorat der Technischen Universität in Delft. So, jetzt bin ich all mit Ihren tollen Sachen durch und darf den Titel ansagen. Sein Thema lautet Global Network Risks, Logistics and some Insights from Biology. Begrüßen Sie mit mir sehr herzlich Professor Dr. Dirk Hebing. Herzlich willkommen. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich werde Ihnen leider keine Gutscheine versprechen, aber ich hoffe, dass ich trotzdem die Veranstaltung zu einem guten Ende führen kann. Nun, die Logistik, die führt immer wieder zu Problemen, das haben wir gerade gehört. Und die ganze Woche machen Sie alles richtig und dann passiert das. Ein Stau aus dem Nichts, gleich ist er wieder da, eine kleine Störung, schaukelt sich auf und am Ende kriegen Sie das Problem für einige Zeit nicht mehr los. Die Frage ist, wie passiert das eigentlich? Und wenn Sie die Autofahrer fragen würden, dann würden die wahrscheinlich sagen, da war irgendein Idiot vor mir, der nicht richtig Auto fahren konnte. In der Wissenschaft weiß man das besser. Da gibt es mathematische Gleichungen, die besagen, dass jenseits einer bestimmten Fahrzeugdichte kleine Störungen durch die verzögerte Anpassung der Geschwindigkeit sich aufschaukeln können. Da gibt es sozusagen eine Art Kettenreaktion. Jeder bremst ein bisschen mehr und am Ende kommt es zu einem Phänomen, das keiner haben möchte, nämlich zum Stillstand. Das heißt, obwohl es so scheint, dass jeder die Information hat, die man braucht, gute Technologie, eine gute Ausbildung und die besten Absichten, geht es manchmal schief. Wir nennen das systemische Instabilität. Und dann kommen Sie am Wochenende vielleicht bei meinem Kollegen Paul Schönsleben vorbei, den Logistikmanagement-Seminaren und spielen das Biergame. Das eignet sich auch fürs Wochenende oder für eine Party und stellen fest, obwohl Sie diese ganzen Kurse gemacht haben an der Universität, schaffen Sie es einfach nicht, die Lagerbestände so zu steuern, wie es sein soll. Man hat sie zu viel, man hat sie zu wenig. Und dann gibt es auch noch solche paradoxe Phänomene wie langsamer ist schneller. Eines Tages wendet es sich an uns eine Logistikfirma, die verschifft also Container. Wir haben automatische Fahrzeuge, die diese Container hin und her transportieren. Aber das Problem war, die standen sich auf dem Weg. Und wir haben damals gesagt, ja, vielleicht ist es gut, wenn man die Geschwindigkeit runterregelt. Dann braucht man nicht so viel Sicherheitsabstand. Und in der Tat, die Wartezeit hat sich drastisch reduziert. Natürlich braucht man ein bisschen länger für die Fahrt. Aber insgesamt hat sich in unserer Simulation alles beschleunigt. Und einen ähnlichen Effekt hatten wir auch bei Infineon Technologies. Dort wurden die modernsten Devices der Welt hergestellt. Aber die Produktionslogistik hat nicht so funktioniert, wie sie sollte. Und da konnten wir 30% herausholen, auch mit diesem langsamer ist schneller Effekt. Nun, ich spreche hier von komplexen dynamischen Systemen, wo also viele Systemkomponenten zusammenwirken. Ja? Entscheider, Firmen und verschiedene Module auch innerhalb ihrer Firma. Und in solchen komplexen dynamischen Systemen gibt es, je nachdem, Limitationen der Voraussagbarkeit. Wie bei der Wetterprognose auch. Wir wissen, je länger man die Zukunft
schauen möchte, desto schwieriger ist es. Und selbst die Kurzzeitvorhersage geht nur mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit. Damit muss man irgendwie umgehen können. Und dann kommt noch dazu, dass wir jetzt mittlerweile alles vernetzen. Das ist natürlich toll. Mittlerweile haben wir einen globalen Austausch, nicht nur von Gütern, sondern auch von Menschen, von Informationen, von Geld, von Ideen. Ganz fantastisch. Aber dieselben Netzwerke können auch Infrastrukturen bereitstellen für die Ausbreitung von Störungen oder Katastrophen. Die Finanzkrise ist nur ein Beispiel. Darauf kommen wir nachher auch nochmal zurück. Sehr schön hat man das gesehen hier im Elektrizitätsnetzwerk. Am 4. November 2006, da musste ein Schiff der Meierwerft eine bestimmte Stelle passieren, da musste man eine Leitung abstellen. Das hat man natürlich nicht einfach so gemacht, sondern erstmal am Computer simuliert. Das ist aber eine weitere Leitung unbeabsichtigt ausgefallen und dann kam es zu einem Kaskadeneffekt und am Ende war nicht nur Deutschland betroffen, sondern sogar Spanien und Portugal. Man glaubt es kaum. Also hier wird klar sichtbar, wie schwer die Komplexität dieser Systeme zu verstehen ist. Aber der Ansatz, der im Grunde genommen unsere Intuition stimulieren kann, ist dieser, die Kettenreaktion, wo eine lokale Störung unter Umständen genügen kann, um das ganze System durcheinander zu bringen. Ja? Wir hatten diese Retournierung, ich kann mir das gut vorstellen, wie das am Anfang gewesen sein muss, damit umzugehen. Und leider haben wir das Ganze nicht nur auf der Ebene einer Firma, die sozusagen neue Wege beschreitet, sondern das kann unter Umständen eben auch die ganze Welt betreffen. Hier ein Beispiel, der Bankrott von Banken. Ja, Lehman Brothers war sozusagen der Auslöser. Und dann sehen Sie hier, dieses Gebiet sieht sehr ähnlich aus zu der Kettenreaktion, die ich Ihnen gerade gezeigt habe. Am Ende sind es mehrere hundert Banken, die pleite gehen. Und die Verluste sind entsprechend groß, also mehrere hundert Milliarden Dollar. Ja, das möchte man ganz gerne vermeiden. Und dann wird es eigentlich noch schlimmer dadurch, dass wir jetzt immer mehr Interdependenzen zwischen verschiedenen Systemen haben. Ja, in Japan haben wir es gesehen, ein Erdbeben hat zu einem Tsunami geführt, der Tsunami letzten Endes zur Kernschmelze in Fukushima. Das hat wiederum dazu geführt, dass in der Schweiz und in Deutschland entschieden wurde, aus der Kernkraft auszusteigen. Wir brauchen also andere Energiequellen. Kommt zum Beispiel Solarkraft in Frage. Aber da haben wir natürlich das Problem, dass Desertec durch die politische Instabilität in vielen afrikanischen Staaten ein bisschen in Frage gestellt wird. Dann haben wir andererseits das Gaspipeline-Network, aber das sind wiederum von drei Regionen überwiegend betrachtet, nicht nur Nordafrika, sondern auch Skandinavien und Russland. Und wir wissen, wie sehr wir im Moment wieder darum bangen müssen, dass die Gaslieferungen aus Russland tatsächlich aufrechterhalten bleiben. Ja, und dann vernetzen wir alles immer noch mehr, das heißt, wir haben sehr starke Vernetzungsdichten. Und es gibt diese Analysen des World Economic Forums, das sich anschaut, wie dann auch die verschiedenen Sektoren voneinander abhängen. Was Sie hier sehen, ist, dass letztendlich die größten Herausforderungen heutzutage eigentlich im Bereich der sozialen und ökonomischen Systeme liegen. Die müssen wir also besser verstehen, die müssen wir besser managen lernen. Ja, können wir das? Ist Straßenverkehr am Ende voraussagbar? Können wir Modelle dafür entwickeln? Wenn wir hier diese Daten uns anschauen, dann würde man denken, oh Gott, das schaffen wir niemals in einer mathematischen Formel zu füllen, um ehrlich zu sein. Ja? Hätte ich damals mit diesen Daten angefangen, hätte ich mir sofort ein anderes Gebiet gesucht. Ja? Da war es allerdings schon zu spät, das heißt, wir hatten schon Modelle publiziert und da musste man sozusagen dafür sorgen, dass die Ehre auch gerettet wird. Und was haben wir gemacht? Wir haben geschaut, ob man nicht diese Komplexität verstehen kann als Überlagerung von mehreren elementaren Strukturen. Und in der Tat, man kann, also es gibt typische Muster,
verschiedene Stauformen. Man würde gar nicht denken, dass es so vielfältig ist. Also zähfließender Verkehr, der Stop-and-Go-Verkehr, dann eine einzelne Stauwelle, dann eine Stauwelle, die anhält und so weiter und so fort. Und hier sind Simulationen mit einem vereinfachten Modell. Also das sieht gar nicht so schlecht aus. Und man kann über dies, was natürlich sehr schön ist, auch verstehen, unter welchen Bedingungen diese verschiedenen Probleme auftreten. Ja? Verkehrsflussbedingungen auf der Autobahn, auf der Zufahrt. Und je nachdem, wie viele Verkehrsbedingungen wir haben und wie groß die Störung durch die Zufahrt ist, haben wir verschiedene Arten von Stauformen. Das hängt dann auch noch von der Größe von Störungen ab. Also wenn es ein Elefantenrennen gibt zum Beispiel, also ein LKW dann überholt, dann kann es eine große Störung verursachen und statt dieses Bildes haben wir dann jenes vorliegen. Also hochkomplex und trotzdem am Ende dank der Wissenschaft noch verständlich. Und weiß ich keine Sorgen, das ist eigentlich ein gutes Zeichen, weil wir sehen, dass die gleichfarbigen Buchstaben beieinander sind und das passt am Ende sehr gut zu den theoretischen Voraussagen. Die Voraussagen betreffen letzten Endes auch die Ausdehnung der Staus und die Fahrzeiten, die sie verlieren. Das heißt, das ist alles mittlerweile voraussagbar geworden. Wie sieht es also mit der Logistik aus? Also ich kann mich jetzt noch nicht ganz verschonen von der Mathematik, ja, ich frage das dann nachher auch noch ab. Also hier eine lineare Lieferkette. Es gibt natürlich Verzögerungen, es gibt Bestände und Ströme zwischen den verschiedenen Orten, wo sie Lager haben. Und was dann im Resultat passieren kann, ist dieser Peitschenschlag-Effekt, der Bulbeneffekt. Das heißt, kleine Variationen können sich aufschaukeln und dann kommt es eben zu dem Problem, was wir vorher schon beim Biergame gesehen haben. Ja, wie gehen wir damit um? Also zunächst einmal kann man sich anschauen, wie das Ganze abhängt von den Parametern des Systems. Da sehen wir, es gibt tatsächlich hier einen Bereich, wo das System sich stabil verhält, aber dann, je mehr man in diesen Bereich geht, desto größer werden die Schwankungen. Also dieser Parameter ist die Anpassungszeit, die Sie haben, an die Schwankungen der Nachfrage. Und da sehen Sie, je länger es also dauert für Sie, die Lieferungsmenge anzupassen, desto schlimmer wird das. Andererseits können Sie versuchen, auch die Konsumption vorherzusagen. Und je besser Sie in dieser Vorhersage sind, desto stabiler wird auch wiederum das System. Also es sind also zwei Zeitkonstanten, die letzten Endes hier relevant sind. Wie lange brauchen Sie, um Ihre Produktion anzupassen? Wie weit können Sie in die Zukunft schauen? Komplizierter wird es jetzt noch, wenn Sie keine lineare Supply Chain haben. Normalerweise ist das ja nicht der Fall, sondern das sind Supply-Netzwerke. Und die Frage ist, wie sieht es dann aus mit der Mathematik? Also bitte passen Sie genau auf, schreiben Sie es nieder. Ja? Da haben wir also mehrere Gleichungen, aber wir kriegen das noch in den Griff, das ist die gute Nachricht, mehr will ich jetzt dazu auch gar nicht sagen. Und dann hat uns interessiert, naja, wenn wir diese Modelle jetzt auf die Weltwirtschaft anwenden, was finden wir da? Wir haben also Input-Output-Matrizen letzten Endes in diese Modelle eingesetzt. Wir haben zunächst mal theoretische Input-Output-Matrizen, es gibt dann zwei Fälle. Und wir sehen, dass es hier einen Bereich gibt, wo das System sich stabil verhält und einen Bereich, wo es Oszillationen gibt, aber immerhin verschwinden sie mit der Zeit. Am schlimmsten ist es hier, wo diese Oszillationen nämlich wachsen. Dann war natürlich die Frage, okay, was liegt nun eigentlich vor in der Realität? Und wir haben folglich eine Input-Output-Matrix für verschiedene Länder eingesetzt, also die tatsächlichen Warenströme zwischen den Sektoren, und das kommt dann dabei heraus. Das heißt, Sie sehen tatsächlich so etwas wie Booms und Rezessionen, diese Unregelmäßigkeit auch, die eigentlich nicht dem klassischen Lehrbuchmodell für die Booms und die Rezessionen entspricht, aber vielmehr dem, was wir tatsächlich auch sehen in der Wirklichkeit. Das heißt, diese Oszillationen, diese Stockungen in der Weltwirtschaft,
Das kann man interpretieren als ein Resultat von Verzögerungen in der Anpassung von Lieferungen in einem weltweiten Liefernetzwerk. Die Frage ist, können wir diese Stockungen loswerden? Versuchen wir es erstmal mit der Autobahn. Ja, zunächst simulieren wir die Situation, die wir oft genug erleben müssen, Stop-and-Go-Verkehr. Ja, das braucht jetzt eine Weile und dann zeige ich Ihnen aber einen Trick, den Sie mir nicht nachmachen können. Ich verwandle dieses Auto in einen Hubschrauber. Das wird aber gar nicht so lange dauern. Es gibt mittlerweile die Autos, die man als Flugzeug betreiben kann. Also da können Sie sich das vielleicht mal meinen, die zu Weihnachten bestellen, haben die eine neue Herausforderung. Sie sehen, dass hier die Fahrzeuge also versuchen, auf die Autobahn zu kommen. Das produziert kleine Störungen, die schaukeln sich auf, das produziert Stopp- und Go-Verkehr. Und dann schalten wir ein sogenanntes Fahrerassistenzsystem an. Die Fahrzeuge haben hier einen Radarsensor, der misst den Abstand und die Relativgeschwindigkeit und lässt die Fahrzeuge automatisch fahren. Etwas anders, als es der Mensch machen würde. Und Sie sehen, wir kriegen den Stau hier los. Also es ist möglich, durch eine Änderung der Interaktion zwischen den Akteuren hier den Verkehrsfluss zu stabilisieren und die Kapazität zu erhöhen, ohne dass wir eine zusätzliche Spur hier bauen müssen in diesem Fall. Ja, es wäre natürlich schön, wir könnten das auch für Ihre Produktion und für die Weltwirtschaft hinbekommen. Und tatsächlich ist es so, dass die Netzwerkstruktur eine Rolle dafür spielt, wie groß diese Oszillationen sind. Ja? Hier für diese lineare Lieferkette bekommen Sie das, also das ist ziemlich schlimm. Für dieses hierarchische Netzwerk bekommen Sie jenes. Und hier für diese leiterartige Lieferstruktur bekommen Sie fast keine Oszillation. Das ist interessant. Ja? Also hier haben Sie sozusagen eine gewisse Redundanz. Sie haben zwei verschiedene Möglichkeiten. Das wird ausgleichen. Und interessanterweise finden wir das tatsächlich bei dem Liefernetzwerk von Intel. Da haben wir nämlich genau diese Parallelitäten. Und Intel hat das wahrscheinlich aus Erfahrung gemacht. Und wir haben es theoretisch gemacht, sonst kommt das Gleiche heraus. Das freut uns natürlich sehr. So, können wir noch vielleicht andere Dinge lernen? Ja? Oft ist es ja so, dass alle gleichzeitig irgendwo hin wollen. Morgens in die Stadt, ja, oder zum Fußballspiel. Und das gleiche Problem haben wir im Grunde genommen in unseren Zellen. Millionen, Milliarden von Zellen in unserem Körper, die einen Zellkern haben, der versorgt werden muss mit bestimmten chemischen Substanzen. Dann gibt es so eine Art Autobahnen innerhalb der Zelle, entlang derer dann Mikrotubuli, der dann besiegelt, so kleine Container im Grunde genommen entlang transportiert werden. Und wenn wir hier einen Stau hätten, dann würden wir alle nicht mehr leben. Es gibt tatsächlich Krankheiten, die diese Zelltransportprozesse behindern und das sind ganz, ganz schlimme Krankheiten. Also warum schafft es die Zelle, ja, die ja nicht mal ein Hirn hat und keinen Computer, und warum schaffen wir das nicht? Ja, vielleicht können wir was von der Natur lernen, zugegebenermaßen. Ihr habt ein paar Milliarden Jahre Zeit für die Evolution und es gibt ein paar interessante Beobachtungen, man macht diese Zellen. Zunächst mal gibt es eine Fusion dieser Vesikel, dadurch verändert sich das Verhältnis zwischen Oberfläche und Volumen. Da gibt es eine Purifikation, also alles, was nicht gebraucht wird, wird sozusagen zurückgeschickt, sodass nur noch das, was wirklich lebenswichtig ist, in Richtung Zellkern kommt. Und dann ist es eine ungleichförmige Bewegung zum Zellkern, die man beobachtet. Das heißt, es wird nicht mit konstanter Geschwindigkeit angeliefert, sondern man wartet in einer gewissen Distanz und dann bewegt man sich ganz schnell dahin. Denn sonst würden sich diese verschiedenen Container hier um den Nukleus herum blockieren. Also ziemlich trickreich diese Zellen und vielleicht kann man in der Logistik tatsächlich auch was daraus lernen. Lohnt sich auch im Urlaub, ja, wenn man wieder zelten geht, die Ameisen zu beobachten. Und stellt man fest, Mensch, das funktioniert ja erstaunlich gut, dann schütten sie dann rote Linsen hin und innerhalb von kürzester Zeit sind die weg. Also wie schaffen die das?
schon erstaunlich. Und wir haben das untersucht und man stellt sogar fest, dass die in der Lage sind, Staus zu vermeiden. Das heißt, normalerweise benutzen sie nur einen Weg zwischen Nest und Futterquelle. Aber wenn es nötig ist, dann nutzen sie zusätzliche Kapazitäten und auf diese Art und Weise tritt kein Stau auf. Ja? Schön, wenn wir das so gut können. Ja, also bioinspirierte Technologien können vielleicht helfen. Ameisenalgorithmen sind ja bekannt, evolutionäre Algorithmen auch. Und ich möchte jetzt noch zum zweiten Teil meines Vortrags kommen, wo es darum geht, zu diskutieren, was in der Zukunft sich vielleicht ändern könnte. Ein Paradigmenwechsel steht vor der Tür. Wir haben ja im Grunde genommen immer diese Vorstellung, naja, Innovation kommt so stufenweise und das verursacht so ein bisschen Schluck auf in der Wirtschaft, aber insgesamt passiert uns gut an und wir haben so eine Art Old Weather, eine lineare Entwicklung. Leider Gottes wird das nicht immer der Fall sein. Wir haben im Moment eine Explosion der Kapazität von Informationstechnologien von Computern. Alle 18 Monate verdoppelt sich die Prozessorleistung und wir kommen jetzt in eine Situation, wo in 10, 15 Jahren Computer so leistungsfähig werden wie das menschliche Gehirn. Was bedeutet das letzten Endes? Ja, viele Arbeitsplätze werden verloren gehen. Vieles, was man prozedural abwickeln kann, werden Computer oder Roboter machen. Ja, wir haben jetzt noch 3% oder 5% Arbeitsplätze im Agrarsektor, im Industriesektor. Da ist es so, dass wir dann auch immer tiefer fallen. Ja, dann wird sich nochmal halbieren. Dann haben wir da insgesamt vielleicht 10-15% der Arbeitsplätze in diesen Bereichen. Dann gibt es natürlich zum Glück den Service-Sektor. Der saturiert jetzt aber auch und wahrscheinlich wird sich in den nächsten Jahrzehnten hier halbieren. Und das heißt, es ist eine riesige Herausforderung vor der Tür. Zum Glück gibt es diesen vierten neuen Sektor, Informations- und Knowledge-Produktion. Da müssen wir zusehen, dass entsprechend viele Arbeitsplätze entstehen. Aber im Moment kommt so eine Art Big Data Tsunami auf. Innerhalb von einem Jahr produzieren wir genauso viele Daten wie in der gesamten Menschheitsgeschichte zusammen. Ja? Und das wird viele verschiedene Bereiche der Wirtschaft revolutionieren und auch der Gesellschaft. Gutes Beispiel: Kodak. Ja? Hat wunderschöne Kameras gebaut, auch die meisten Patente für Digitalfotografie. Leider Gottes kam die Entwicklung so schnell, dass sie es nicht geschafft haben, sich zu transformieren als Unternehmen. Es ist pleite gegangen. Und das kann nun vielen Unternehmensstrategien blühen. Ja, wir haben neulich gehört, dass Amazon darüber nachdenkt, mit Drohnen auszuliefern. Also völlig neue Transporttechnologien, die nun denkbar werden. Auch sprechen wir vom Google-Kabel, müssen vielleicht gar nicht mehr zum Einkaufszentrum fahren. Wir schicken einfach unser Auto mit einem elektronischen Einkaufszettel los. Also was passiert hier? Erinnern wir uns an Adam Smith. Ja? Der hat von der unsichtbaren Hand gesprochen. Ja, hier habe ich es ja doch mal gezeigt. Die Idee ist also, dass jeder für sich das Beste tut und dass es insgesamt auch für die Wirtschaft und für die Gesellschaft ein gutes Ergebnis produziert. Also so stellt man sich das vor, eine wunderbare harmonische Koordination zwischen verschiedenen Akteuren. Leider Gottes passiert es nicht immer. Ja, wir haben es bei der Finanzkrise gesehen, dass man die Märkte nicht nur allein sich selber überlassen kann. Schön wäre es, aber wir können jetzt eigentlich dahin kommen, diese unsichtbare Hand zu produzieren, die selbstregulierenden Systeme zu schaffen. Denn jetzt kommt das Internet der Dinge auf. Und damit können wir kybernetische Steuerungsprinzipien umsetzen, die früher nicht umsetzbar waren, weil die Echtzeitdaten gefehlt haben. Die werden jetzt verfügbar mit Sensornetzwerken, die immer mehr aufkommen, ja. Die meisten von Ihnen haben sicherlich ein Smartphone in der Tasche, da sind alleine 10, 15 Sensoren drin. Also wir sind im Grunde genommen schon verschaltet. Ja?
Also was bedeutet das letzten Endes für die Art und Weise, wie wir unsere Systeme steuern? Wir müssen wegkommen von diesem Regulationsdenken, von irgendwelchen länglichen Instruktionen, die Dinge abgefertigt werden, sondern je komplexer die Systeme werden, desto mehr müssen sie in der Lage sein, sich selber zu regulieren, sich selber zu organisieren. Hier ist ein Beispiel, das auf erstaunliche Art und Weise zeigt, dass es hier weder Ampel noch Verkehrspolizisten braucht. Das Design dieser Kreuzung alleine schafft es, die Verkehrsteilnehmer in die Lage zu versetzen, dass sie hier praktisch ohne anzuhalten vorankommen. Ja, und Kollege Karl Frohmanns hat das Ganze auch für die Logistik gemacht. Also bei geringen Produktaufbauungen, da nehmen die Produkte den kürzesten Weg. Aber je mehr jetzt das Volumen zunimmt, desto mehr werden Sie sehen, dass da am Ende ein Kreisverkehr entsteht. Also Selbstorganisation auch hier als das Rezept, um letzten Endes eine bessere Lösung zu finden. Und wie haben wir es nun gemacht für den Stadtverkehr? Selbstregulierende Rampen, die in der Lage sind, sich auch einzustellen auf Baustellen oder auf besondere Anlässe, sagen wir Fußballspiel oder einen Verkehrsunfall. Und das Ganze ist inspiriert durch die Selbstorganisation von Fußgängern. Wenn Sie sich nun anschauen, hier diese Verkehrsströme, dann sehen Sie wunderbare grüne Wellen, die durch Selbstorganisation entstehen. Und das Wunderbare ist, dass es tatsächlich besser funktioniert als die klassische Top-Down-Steuerung durch eine Verkehrsleitzentrale. Woran liegt das? Verkehrsoptimierung hat so viele optimierbare Parameter, dass es in Echtzeit nicht möglich ist, dieses Optimierungsproblem strikt zu lösen. Und insofern ist es so, dass wir verglichen haben, diese Top-Down-Regulierung mit der Selbstregulierung, und wir sehen, dass wir hier wesentlich geringere Wartestand für die Fahrzeuge finden, zu unserem großen Erstaunen. Das hat also Vorteile für alle, für den öffentlichen Verkehr, den Individualverkehr und für die Fußgänger und schließlich auch noch für die Umwelt. Also mehr Komplexität bedeutet, Sie brauchen mehr Autonomie und flexible adaptive Systeme. Und die Vision ist nun, dass wir tatsächlich in den nächsten Jahren zu einer Echtzeitmessung der Logistikströme der Welt kommen und zu einem Echtzeitmanagement. Auf diese Art und Weise hoffentlich einige der Rezession, der Stockung in der Weltwirtschaft ausbügeln können. So, ich schließe mit einem Beispiel, das wir heute in ETH Live finden. Da geht es nämlich um die Erdgaslieferung in Europa. Wir haben uns die Frage gestellt, kann Europa damit umgehen, wenn Russland das Gas abstellt? Und wie müssten wir das machen? Wenn Sie das interessiert, dann schauen Sie doch mal rein. Vielen Dank.